schreiben wir das nicht auf Italienisch? Du solltest mal einen Französischkurs machen, Heidi. Memo an mich selbst. Wow. Hallo, hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt's ein Adventskalender-Unboxing für euch. Ihr habt's euch wahrscheinlich schon gedacht, weil ich es in die Überschrift geschrieben habe. Ja, Heidi. Ist logisch. Ich muss gerade so lachen, weil ich dieses Intro unglaublich oft jetzt abgedreht habe. Ich habe mich jetzt von meiner anderen Kamera verabschiedet, ja, weil ich mir gedacht habe, okay, so läuft das nicht. Die macht einfach, was sie will. Deswegen habe ich jetzt diese hier geholt. Ich habe auch versucht, mich ein bisschen aufzuhübschen und meinen Hintergrund ein bisschen weihnachtlich zu dekorieren. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber darum soll es ja heute auch nicht in diesem Video gehen. Ich habe einen Kalender zugeschickt bekommen. Ihr wisst, ich bin immer ehrlich mit euch. Ich habe für dieses Video aber kein Geld bekommen. Ich habe auch kein Skript bekommen, in dem steht, was ich zu sagen habe. Soweit kommt es noch. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich solche Videos nicht mache, beziehungsweise solche Kooperationen nicht annehme. Aber ich wollte einfach ehrlich mit euch sein und euch sagen, dass ich ihn zugeschickt bekommen habe. Aber ich habe natürlich in diesem Video auch eine Überraschung für euch. Wie soll es auch anders sein? Ihr wisst genau, dass ich wahnsinnig gerne teile. Und wenn ich was zugeschickt bekomme, dann gebe ich natürlich sehr, sehr gerne was ab. Es geht um den L'Occitane-Kalender oder L'Occitane, ich weiß es nicht, ich kann es wahrscheinlich nicht so gut aussprechen. Ich gebe es zu. Verzeiht mir, aber ich habe euch schon öfters erzählt, dass ich diese Marke sehr, sehr gerne verwende. Ich komme auf der Frescas nicht an diesem Laden vorbei, tatsächlich. Habe ich euch auch auf Snapchat gezeigt und deshalb habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, als ich diesen Kalender hier in meinem Briefkasten hatte, beziehungsweise vor der Tür, der passt nicht in den Briefkasten rein. Ja, und ich würde sagen, wir öffnen den gemeinsam, falls ihr nämlich auch überlegt, welchen ihr kaufen sollt. Es gibt ja ganz, ganz viele. Dann ist es vielleicht eine kleine Inspiration oder ihr wollt einfach zuschauen, was bei mir enthalten ist. Und dazu wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß zu diesem Video. Sorry, dass ich lachen muss, aber wenn man das so oft sagt, dann hofft man, dass man nichts vergisst. Beziehungsweise, dass man das vielleicht schon gesagt hat. Ja. Dem hoffe ich, dass die Kamera scharf ist, weil das wäre bei einem Unboxing ein bisschen blöd, wenn sie dann unscharf ist. Okay, also ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Okay, dann starten wir mal. Ich bin so aufgeregt. Ich gebe es zu. Wie so ein kleines Kind, echt. Oh, ich krieg's nicht auf. Ich krieg nicht auf. Oh, Mist. Jetzt. Yay, wer hätte es gedacht, ich habe es geschafft. Diese Illustrationen, die sind übrigens auch von einer ganz, ganz berühmten Zeichnerin. Ihr kennt bestimmt My Little Paris. Und jetzt machen wir das aber erstmal auf, Leute. Oh mein Gott. Ah, wie schön ist der bitte. Oh mein Gott, ist das schön gemacht. Oh nein, ich will ihn doch nicht aufmachen. Tut mir leid, Leute. Das Video ist hiermit beendet. Quatsch. Oh mein Gott, ist der schön. Wow. Ah, könnt ihr das sehen? Wir machen den jetzt mal auf. Ich würde sagen, damit ich euch die Überraschung nicht ganz nehme, sage ich euch jetzt nicht die Zahlen, die ich aufmache, sondern ich zeige euch dann einfach nur das Produkt, ja, damit ihr euch dann auch noch ein bisschen überraschen lassen könnt, wenn ihr diesen Kalender bestellt. Der kostet übrigens 49 Euro und wir machen den jetzt mal auf. Ich finde den fast zu schade aufzumachen. Ne? Okay, also, ich suche mir jetzt einfach eine Nummer aus und zwar nehme ich diese hier. Eine Seife. Okay, und zwar sieht die so aus. Ich habe tatsächlich auch so eine bei uns im Bad. Soap, Milk Extra Gentle Soap nennt sie sich. Riecht total gut, kommt einem voll der Duft entgegen. Dann machen wir mal hier oben auf. Ah, das ist so spannend. Und zwar, oh Gott, sieht das schön aus. Ah, ist das eine tolle Farbe, so Pastell Cherry Blossom. Ich traue mich gar nicht, das auszusprechen, weil meine französische Sprache nicht so gut ist. Und zwar ist es eine Lotion. Ja, richtig schön. Ich blende euch die Produkte am besten immer ein. Dann seht ihr ja, wie genau das heißt. Ich möchte einfach jetzt nichts falsch aussprechen. Machen wir mal hier auf. Ah, okay, cool. Das habe ich schon, das habe ich schon. Und zwar eine Shower Cream. So sieht die aus. Die habe ich in Frankfurt im Jumeirah Hotel bekommen. Und die haben nämlich nur L'Occitane-Produkte in deren Hotelzimmern, beziehungsweise unten in der Gäste,
Toilette richtig schön, richtig, richtig edel. Also das ist halt auch eine edle Marke, ne? L'Occitane. Genau, da freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber. Jetzt machen wir mal hier unten auf. Und zwar ein Shampoo. Shampoo habe ich noch gar nicht von dieser Marke. Die 5 essentiellen Öle steht hier. Und da bin ich mal gespannt. Da werde ich euch auf jeden Fall mal drüber berichten. Jetzt machen wir mal hier auf. Ich halte ihn dann auch gleich hoch, dann wisst ihr ja nicht, welche Tür ich aufgemacht habe. Und zwar haben wir hier Relaxing Shower Gel für unter die Dusche. Ich finde die halt auch ideal so zum Mitnehmen, ne? Wenn man verreist, so ein, zwei Tage, hat man so ein schönes Teilchen dabei. Voll edel. Und jetzt kann ich es euch ja mal kurz zeigen. So sieht es jetzt aus. Jetzt wisst ihr ja nicht, hinter welchem Türchen was war. Jetzt machen wir mal hier auf was Kleines. Ein Lip Balm. Auch schön. Ultra rich. Auch cool. Auch riecht es gut. Oh mein Gott. Das riecht ja sehr gut. Mm. Ja, ist durchsichtig. Wie ein Lip Balm so ist, ne? Boah, das riecht richtig gut. Und dann machen wir weiter mit dem hier. Was haben wir hier? Oh Mann, da steht halt auch echt alles auf Französisch. Voll blöd. Ach so, das ist eine französische Marke. Ultra Rich Lotion. Hier haben wir eine Body Lotion. Also hier oben steht es halt auf Französisch. Ne? Leute, ich erspare euch das. Wirklich, ich erspare es euch lieber, das auf Französisch auszusprechen. Ja, cool. Dann habe ich jetzt quasi einmal Shower Cream und einmal die Lotion dazu. Cool. So, was haben wir denn noch? Auch blöd, dass ich mir gerade die Fingernägel lackiert habe. Kennt ihr das, wenn ihr dann so irgendwas anditscht? Naja, ich hoffe, ihr seht es nicht. Das war jetzt ein richtig großes Türchen. Und hier haben wir nochmal eine Seife. Delicious Soap. Okay, so sieht die aus. Ich meine, die habe ich auch schon gehabt. Letztes Jahr hatte ich die in so einer Box. Ja, ich glaube schon. Dann machen wir jetzt mal hier weiter. Oh, das ist so schön gezeichnet. Den stelle ich mir auf jeden Fall noch hin. Ich packe mir die Sachen hier wieder rein und mache es wieder zu. Ich kann mir das eh nicht merken, hinter welchem Türchen was war. Jetzt haben wir hier eine Bath and Shower Gel Mousse. Irgendwas. So sieht es jetzt aus. Und hier haben wir ja die Lotion dazu gehabt. Wie cool ist das bitte? Sie haben sich voll die Gedanken gemacht. Jetzt haben wir hier ein Produkt. Das sieht jetzt so aus. Auch voll edel, ne? Dieses Packaging. Richtig cool. Was ist das? Eine Bodylotion. Und zwar steht hier irgendwas auf Französisch. Wer hätte es gedacht? Ich wollte euch übrigens noch sagen, dass meine Freundin Nina auch ein Video zu einem Adventskalender online gestellt hat. Dieses Video, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Leute, die hat mich so gepackt, die hat mich so gefesselt, diese Frau. Abgesehen davon, dass es meine Freundin ist. Ich habe das so gefeiert, dieses Video. Ich verlinke es euch mal unten in der Infobox. Die hat mal einen Adventskalender komplett anders geöffnet. Also abgesehen davon, dass sie richtig schön aussieht, hat sich hier was hingemacht, so ein Reif mit so einem Geschenk. Hallo und wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Weihnachtsmusik. Zu kitschig. Um Gottes Willen, nein. Ah, schon besser. Wenigstens ein bisschen Deko. Ha! Oh, okay. Ich bin ein Geschenk. Was war das? Die Klemme da drin. Hallo? Kommt ihr da raus? Oh, da ist immer noch eins. Komm raus, du Sau. Jetzt ist leer. Ich habe mich im Übrigen nur dazu entschieden, diesen Kalender zu nehmen, weil man den wieder befüllen kann. Und so habe ich automatisch auch schon einen für den Ehemann. Ich bastel nur für die Kinder gerne. Auf jeden Fall schaut unbedingt bei ihr vorbei. Wie gesagt, Link unten in der Infobox. Werdet dieses Video auf jeden Fall lieben von ihr. Jetzt habe ich das nächste aufgemacht. Und zwar habe ich jetzt hier nochmal eine Seife. Und zwar steht da wieder dieses selbe Soap with Verbena Leaves. Ist not so good. Warum schreiben die das nicht auf Italienisch? Made in Italy. Also warum schreibt ihr das nicht auf Italienisch dahin? Dann können wir drüber reden. Ich weiß es nicht, Leute. Ich blende es euch ja ein. Auf jeden Fall ist es quasi das Pendant dazu. Hey, ich habe ein französisches Wort gesagt.
So, also, dann haben wir jetzt hier ein Gel. Citrus Verbena Shower Gel. Was ist ein Verbena? Verbena. Verbena. Ich sag's voll falsch, ne? Ihr hatet mich jetzt des Grauens wahrscheinlich. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich kann das hier nicht entziffern. Das kann ja kein Mensch lesen. Okay, also, das ist auf jeden Fall ein Shower Gel. Auch cool. Hallo Produkt. Eine Seife. Schaut euch das mal bitte an. Wie schön. Kamera, hoffentlich bist du scharf. So, dann habe ich hier Milk Concentrate. Oh Mann. Hätte mir nicht irgendeine italienische Marke vielleicht einen Kalender? So. Weil dann wäre ich voller Pro. Ich mache mir Spaß, Leute. Ich mache mir Spaß. Also auf jeden Fall riecht es voll gut. Also, hier steht für den Körper. Ja, dann nehmen wir das für den Körper. Okay, dann haben wir nicht mehr so viele. Oh, das sieht auch sehr edel aus. Das ist dieses typische L'Occitane Packaging. Und zwar eine Fußcreme. Yay, das kann sogar ich lesen hier auf Französisch. Hier steht nämlich Creme Pieds. Und Pieds ist bestimmt Füße, weil Piedi ist auf Italienisch Füße. Gut, hier steht es auch auf Englisch. Dry Skin Food Cream. Hier haben wir jetzt ein Shower Oil. Oh, da freue ich mich auch sehr drüber. Das mag ich total gerne. Ich creme mich ja sowieso sehr gerne nach dem Duschen ein. Muss ich auch. Wir haben nämlich hier sehr kalkiges Wasser. Leider. Was haben wir denn jetzt hier noch? Hier haben wir Cooling Hand Cream Gel. Wow, da bin ich ja mal gespannt. Ein Gel für die Hände, das auch noch kühlt und gut riecht. Okay, so, jetzt haben wir das noch zu einem besonderen Tag. Das kann ich euch schon mal verraten. Ah, die haben sich, schaut mal, richtig genial, oder? Wir haben jetzt hier quasi das Shampoo mit diesen 5 essentiellen Ölen. Und wir haben hier den Conditioner mit den 5 essentiellen Ölen. Richtig cool. Haben wir hier ein ganz kleines Türchen. Türchen meine ich. Komm raus, du bist umzingelt. Ey, ich krieg's nicht raus, Leute. Da. What's this? Ich weiß es nicht. Zuccheri effervescenti, tonificanti per il bagno. Das ist scheinbar für die Badewanne. Ich glaube, das ist für die Badewanne. Okay, dann haben wir jetzt hier das da. Ist das viel. Und zwar noch eine Handcreme, auch richtig süß. Und was haben wir hier? Light Comforting Cream. Das sieht irgendwie aus wie eine Augencreme für hier unten. Aber ich bin mir nicht sicher. Leichte Gesichtscreme steht hier. Okay. Und was haben wir noch? Und zwar haben wir noch eine Hand- und Nagelcreme. Yay, auch cool. Richtig schön auch die Größe für die Handtasche. Jetzt haben wir noch 2. Und zwar habe ich jetzt hier Dry Skin Hand Cream. Auch schön. Für trockene Hände. Und ein ganz besonderes Türchen. Das darf ich jetzt noch sagen, oder? Komm raus. Ich will nicht raus. Ich will nicht raus. Okay, ich würde sagen, das letzte Türchen war was ganz, ganz, ganz Besonderes. Super edel. Und zwar ein Eau de Parfum. Richtig, richtig gut riecht das. Und das war es soweit aus meinem L'Occitane Adventskalender. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir noch ganz kurz zur Verlosung. Ich würde es so machen, dass ich die Hälfte der Produkte an euch verlose. Ich teile quasi meinen Kalender mit euch. Alle Teilnahmebedingungen dazu schreibe ich euch unten in die Infobox. Schaut da gerne mal rein, falls ihr gewinnen wollt. Ansonsten freue ich mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr von mir. Okay, meine Lieben, also ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, mein kleines Unboxing oder großes Unboxing. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!